Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Terminator. Ja. Liebe Maria, das könnte mein letzter Brief an dich sein. Die Maschinen haben bis zuletzt versucht, uns am Leben zu erhalten. Sie haben uns wie Versuchsobjekte behandelt. Wir waren wertvoll für sie. Zuletzt haben sie aber ganze Käfige ausgelöscht. Ich weiß zwar nicht warum, doch es scheint, als hätten wir keinen Nutzen mehr für sie, als wir sie gefunden hätten, wonach sie gesucht haben. Und jetzt, sie kommen. Wir sind in dieser Klinik. Wir können jetzt ein bisschen hacken. Aber wahrscheinlich sind wir hier nicht allein. Wir hören immer noch jemanden rumschreien. Vielleicht wird da jemand gefoltert. Aber es ist so spannend, ich kann nicht aufhören. Ich wollte schon in der letzten Folge. Okay, Terminatoren. Gegen die kann ich noch nichts anrichten. From the resistance. The others have to be here too. Der sieht aus wie der T-1000. Wie Robert Pat. Boah, die Musik. Geh mal kurz zu. Boah, ist das spannend. Wie hat denn der mich jetzt nicht gesehen? Hä? Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich habe eine Idee. Hier dich hin müssen, ne?
aber was? Ich kann die da nicht hacken. Soll ich mit einer Rohrbombe ablenken? Glaubst du, der reagiert, wenn ich eine Rohrbombe werfe? Ja, super. Bitte was? Okay. Vorhin ist er noch eingelaufen, Media, das letzte mir. Ach, ernsthaft? Dann läuft der mal gar nicht. Okay. Das ist... Also die Schleichpassage ist gewöhnungsbedürftig. Also das ist ja mal... Man kann da Unsinn. Vor allen Dingen... Alles klar. Meine Fresse, was soll denn das? Symptome, Depression, Beklemmung, Neigung zu Gewalt, Verfolgungswahn, Diagnose, Akkuschizung, effektive Erkrankung, Prognose,
Warenarchitektur ist ziemlich einzigartig, die zeigt jedoch Zeichen Rückgangs. Ich möchte sehr gerne wissen, wie die Patienten reagiert wird, wenn morgen der vermeintliche Ende der Welt, dieses Szenario sich Patienten vorstellt, gar nichts geschieht. Dies ist ein signantes Ereignis der kollektiven Historie des Patienten und dem Patienten ist dieser Zeitraum besonders zu pflegen. Es besteht dann die hohe Wahrscheinlichkeit des Rückzugs aus der Wahnvorstellung, was sich als Verbesserung erachtet. Die Neigung zu Gewalt in letzter Zeit ist stark zugenommen hat, unterzeichnet Dr. Silberman. Okay. Also er ist der Patient, der aussieht wie von Terminator. Jetzt das. Ich kann ja hier rein tun, was vollkommen egal ist. Ich brauche mal kurz einen Bonbon. Okay. Also der Patient, was da vorher rumlag, sah aus vom Gesicht her wie der T-1000. Okay. Wenn der jetzt langläuft, muss ich an ihm vorbei, ne? Ich lasse ihn das mal. Okay. Also lassen Sie eine Runde laufen. Ja, der T-800. Ja, ich hab'n Spaß. Oh. Ich hab so einen Spaß. So ein Spaß. Geh auf. Ah, leck mich doch am Arsch jetzt hier. Also. Dinge, die keinen Spaß machen, sind die Schleicharbeiten hier. Muss ich ehrlich sagen. Kann ich gar nicht skillen, dass ich... Nö. Ich dachte, vielleicht kann ich irgendwo skillen, dass ich schneller kriechen kann. Tarnung.
Hallo? Meine Fresse. Oh, ich freue mich jetzt schon. Das wird so richtig viel Spaß machen, dieser Abschnitt, weil die gehen jetzt nicht mehr weg, oder? Oh, danke schön. Um die Ecke rum war ein Abschnitt, wo ich rein könnte. Ernsthaft? Hat die Tür aufgebrochen. Ich wusste nicht mal, dass die das können. Nein. Ach, fick dich doch. Das ist doch zum Kotzen. Dieser Abschnitt ist echt. Das macht doch keinen Spaß. Okay, letzter Versuch. Diesmal würde ich doch gern was wissen. Mag der Granaten? Ich meine, ich kann sie eh nicht alle töten. Ist nicht mal beschädigt.
Boxe einfach die Tür auf. Ich wusste nicht mal, dass er das kann. Ich meine, der geht auch nicht mehr weg. Jetzt! Also, alter Schwede. Spielspaß. Hat jetzt die Tür gehört oder was ist los? Ich glaube, der hat echt die Tür gehört. Wisst ihr was? Geht mir jetzt gerade so tierisch auf die Nerven. Vielleicht ist es dann leichter. Ich meine, ich stelle es nachher wieder auf normal, aber das Schleichen ist doch Kebab. Und nicht der gute Kebab. Hört ja echt die Türen. Wisst ihr was, Leute? Ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Ich probiere. Was? Ernsthaft. Do you hear that? So someone's coming. Also ich halte es jetzt mehr aus auf dieser Stufe, ne? Aber ich will den scheiß Zettel. Ah, Gott. Was ist denn? Also. So arg ich das Spiel auch mag. Keine Frage, ich mag es. Aber dieser Abschnitt hier ist gefühlt nicht gut. So. Ich muss den Gang runter und dann. So. Jetzt warte ich, bis die dann wieder weg sind. Und dann mache ich da drüben die Tür auf. Alter, ich verfluche diesen Abschnitt.
Der erste geht wieder, wenn der zweite auch noch geht, dann kann ich da drüben die Tür aufmachen. Okay. Wo ist die Tür? Gleich um die Ecke. Das war's. Oh Gott. Okay, cool. Cool. Mhm. He's one of us. Private Jacob Rivers, Pacific Division. Pacific? What the hell happened up there? The whole division went silent. It was wiped out. I'm the only one who survived, and I need to meet with Commander Baron. All right, I'll make sure you get to do that. But first, get us out of here. Follow that staircase. It'll lead you to the main generator. Overload it, and turn off the laser grid. Understood. And Rivers, destroying that generator will make a lot of noise. So in case we get separated, where are you stationed? Just south from here. Okay, we'll find you. Baron will want to meet you. Now go, and watch out for those metals. Ja, ja, ja. Geschützt. Wenn ich an den Geschützturm da rankomme. Macht er vielleicht den Terminator weg. Das passt. Wie kann ich etwas fallen lassen? Warum habe ich hier... Moment. Ach. Wie sind das sicher handelbar, ne? Steht da ein Wert dran?
bringt das da? Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt muss, aber... So, gibt's hier irgendwas? Aber ich habe schon mal zwei Geschütztürme auf meiner Seite. Waffenskill ist zu niedrig, meine Fresse. Badam. Noch irgendwo was? Naja, ich überziehe wieder. Da war doch gerade. Ist die nicht? Was könnte ich denn dafür da lassen? Ich weiß ja nicht, was sie wert sind. Das ist. Aber ich denke, meine Waffe ist mehr wertvoller als. I'm on my way out. Good job. I can see the soldiers leaving. But don't think it's done. Skynet's sending reinforcements.
Gutes Geschützturmchen. Bin mal gespannt. Das war lustig. Oh. Boah. Meine Fresse, mein Herz. Okay. Das schlimmste Level aller Zeiten für mich. Oh, ich will zurück. Bisschen anhören, was ich so getan habe. Oh, ich hoffe, ich habe die Medikamente. Oh, Kaffee. Okay. Ja, ich muss hier doch normal schalten. Oh, aber dieser Abschnitt, das ist ja eine Qual. Da kriegst du so Brechreiz. So, nur kurz, dass ich nicht vergesse. Gameplay, oder? Ja, hier. So, ich rede noch mit dir. Ich würde es noch abschließen hier. Ich fand das gut. Dann haben wir noch ein bisschen Quatsche. Oh, thank God, you're finally here. How did it go? Did you find the soldiers? Yep. I did. I helped them escape from that hospital. You don't give up on your people, do you? I like that. So what now? They're supposed to come for me soon. Great. That means that you're going home? No more scavengers constantly nagging you to do things for them? I bet you like the sound of that. Oh, Erin's still up too. Go talk to her. She won't admit it, but she was just as worried as I was. Ich brauche deine Geschichte, ne? Do you need help with anything? Is that your best pickup line? Sorry, that was a bad joke. I tend to do that when I'm stressed. I think I got it from my dad.
Better that than his mustache, right? Oh, I'm sorry. Don't mind me. Wie war er? What was he like? He was a kind and hard-working man. But he was clever, too. He would constantly come up with these intricate ways to get me to help out. This one time, when I was little, he wanted to make a huge sign that said, "Welcome," on the side of our house in Pasadena. So he said, "I bet you can't spell that." Mm. And of course I had to prove him wrong. Believe me, now I know how stupid that was. Nein, das war clever. Not at all. That was very clever. Yeah. He was always full of bright ideas. Thanks for trying to make me feel better. After Judgment Day, my dad turned our house into a safe haven. A home for everyone who lost theirs. We were like a family with an endless supply of uncles and aunts. I guess my father wanted to help with the war. We never really used guns. So the only thing we could do was to help others in need. Hmm. Sieht so aus, als hätte er vielen geholfen. Seems like he helped a lot of people. He did. Right till the very end. Anyway, it was actually really cool. Everybody loved him, and he loved having them around. I think it's because he always had a brand new audience to listen to his bad jokes. He had this really terrible one. He'd walk into the room and ask if anyone had seen his remote because his team was playing. They always laughed at it. I'll never understand why. Hm. Klingt wie der Meister der Vaterwitze. Sounds like a champion of dad jokes. He may have coined the term. I was begging for him not to find a whoopee cushion on a scavenger hunt. He'd literally get a heart attack from the excitement. Look at me yapping. I'm sorry, you probably have enough on your plate. Anyway, thanks. It's really nice to have someone to talk to. Sehr gern. Das Freundlichkeit, sehr gut. Gibt's noch irgendwas? Nö. Okay, ich werde mal kurz ein bisschen plundern, los. Das behalte ich natürlich, aber ich habe zwei von denen. Gibt's hier einen Unterschied? 40, 40? Nö. Also. Verkaufen. Was ist denn wert? Ach, Preis 200. Ich würde dann verkaufen. Die da kann ich ja nicht auch loswerden. Hoho, da kommt Geld zusammen. Okay. Ja, das gönne ich mir dann. Vielleicht, aber derzeit brauche ich es nicht. Ich habe ein bisschen Munition. So. No need to worry. I'm fine. Who said I was worried? I've been thinking a lot about it. And if I can, I've decided to join the resistance. I'll do more good there than here. I'm glad to hear that. Yep. I just hope you're better supplied over there than we are. Speaking of which, I see you've got those antibiotics I asked for. Good. Now I can call Ryan off. I asked him if he brought a shovel with him. If you think that was too morbid, he said that after Judgment Day, digging graves was one of the few things he actually got better at. Puh, es ist kalt. Es tut mir leid. Ich friere gerade ein bisschen. Ja, ja. Oh, okay. Ja. So, jetzt würde ich gerne mal kurz, jetzt muss ich hier in Waffen rein? Pass mal auf, wenn ich die anlegen will. Waffen 3 erforderlich. Level 12. Oh. Ich gehe mal auf Tarnung. Lass mal erstmal. Erstmal den Rucksack. Und dann gehe ich mal auf Tarnung. So, mit den nächsten zwei Leveln hole ich mir dann die Waffen. Mehr Platz im Rucksack. Sehr schön. Bisschen in den Sturm. Oh.
Denkanstoß? In der Welt von Tag des jüngsten Gerichts war ganz anders, als sie es mir vorgestellt hatte. Jennifer gibt nach Hilfe in Mathe mit allem, was hier rumliegt, wie Altmetall und chemischen Bestandteilen. Ich habe jedoch ein altes Buch gefunden und es scheint, als ob die Menschen in der Vergangenheit Nahrungsmittel verwendeten, um Mathe zu lernen. Da steht, dieser Kerl Mike so wollte 30 Wassermelonen kaufen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Wassermelone gesehen, doch sie sieht wirklich gut aus. Irgendwie hatte er aber nur Geld für 28 Melonen, was aber immer noch viel ist. Das war auch dieses Mädchen, ich habe ihren Namen vergessen, doch sie hatte irgendwie 10 Schokoriegel und ich hatte 4 davon gegessen und sie hat immer noch 6 Schokoriegel für später. Kannst du dir vorstellen, so viel Essen zu haben? Matheprobleme aus der Vergangenheit machen mich hungrig. Das ist gut. Okay, ja, das ist wirklich gut. Ach, das war das andere. Irgendjemand sollte ich doch jetzt. Ach, ich soll ausruhen? Machen wir mal. Ich will gerne noch einige Tage später. Ja, dann könnte ich ja nicht doch jetzt hier aufhören. Come upstairs, there's someone here to see you. Ja, das machen wir dann nächstes Mal. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe doch bis zum nächsten Mal bei Terminator. Der Widerstand. Ich bin der Widerstand, ihr seid der Widerstand. Bewertet das Video, lasst einen Kommentar. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.